Hi Leute, ich bin's, eure Sheila. Wir haben eine super coole Überraschung für euch. Und zwar startet demnächst die Style Jury Party Event-Reihe. Und im Zuge dessen starten wir auch direkt eine kleine Webserie. Ihr könnt exklusiv demnächst schon mal den ersten Trailer dazu sehen. Wir sind mega dankbar und super stolz, dass wir viele namhafte Gesichter dafür gewinnen konnten. Unter anderem Anna Schütz, Katrin Wolter, Giuseppe Mattia, Marcel Seibert, Liz Baffo. Und mit der sitze ich auch gerade schon hier. Hi Liz, willkommen. Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ja, hallo. Wir freuen uns auch. Du machst ja mit bei unserer Webserie, ne? Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, die liebe Paula Ventura hatte mich angefragt. Wir kennen uns ein bisschen und hat dann gesagt, ob ich nicht Lust hätte, dabei zu sein und auch meine Kommentare dazu abzugeben. Und deswegen bin ich hier und freue mich, mit dir zu reden. Ja, ich freue mich auch super. Und es geht ja dabei viel um Fashion, ne? Wir sind ja ein Fashion-Blog. Wie stehst du denn so zu der Mode? Kannst du uns ein bisschen irgendwie deinen Style mal beschreiben? Ja, mein Style ist total unterschiedlich. Es ist ja immer sehr individuell, finde ich, Mode. Und je nachdem, welche Stimmung ich habe, bin ich halt auch manchmal sehr leger, wie heute angezogen. Ich mag gute Kombinationen. Also ich verbinde gerne günstige mit teuren, dass man vielleicht, weiß ich, ein günstiges T-Shirt anhat, aber teure Schuhe. Und ich bin natürlich auch sehr geprägt von Sex in the City. Das war irgendwie total meine Serie und ich fand das immer ganz toll, was die für unterschiedliche Styles hatten. Und ja, aber es gibt irgendwie auch keine bestimmte Richtung. Jeder hat so seinen Style und ich gucke mir auch gerne was ab und bin auch sehr begeisterte Modezeitschriftleserin und lasse mich sehr gerne inspirieren. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also Sex in the City, da war ich auch total begeistert von. Aber es gibt ja immer irgendetwas, was man so gar nicht mag, ne? Und ja, sagen wir mal, du wärst die Fashion-Polizei. Was würdest du verbieten? Es ist schwer, was zu verbieten, weil jeder ist so individuell, hat seinen Look, nicht? Und da ist meiner Mode ja Gott sei Dank total frei. Aber was ich wirklich, wirklich verbieten würde, wäre weiße Socken in Sandalen. Ich finde das so furchtbar. Ich finde, das geht gar nicht, oder? Also stimme ich dir absolut zu, ne? Ich würde auch nichts verbieten, aber das ist schon No-Go, ne? Das muss man nicht unbedingt machen. Ja, ansonsten hast du irgendwelche Lieblingsdesigner oder du sagst ja, du gehst auch mal gerne günstig shoppen, du mixt das so. H&M, gefällt dir das zum Beispiel? Was magst du so? Ja, H&M ist immer die letzte Rettung, wenn ich sage, man muss so oft auf den roten Teppich und man kann sich nicht immer irgendwie ein neues Kleid kaufen oder so. Und H&M kann man halt, wie gesagt, auch immer toll kombinieren und das finde ich auch, Zara, können wir noch zur Konkurrenz auch noch was sagen. Und das mache ich eigentlich auch ganz gerne und ich liebe Accessoires, ich finde, du hast eine tolle Kette an, die gefällt mir sehr gut. Weil mit Accessoires kannst du die Mode auch sehr gut aufpeppen und oder mit Schals oder so und das gefällt mir sehr gut. Genau. Was sind denn so dieses Jahr? Hast du irgendwelche Projekte, auf die du dich freust dieses Jahr? Was steht so bei dir an? Kannst du uns ein bisschen was erzählen? Ja, ich bin jetzt gerade in den Dreharbeiten für Ein Fall für die Anrainer. Das läuft am WDR 17:45 Uhr jeden Sonntag. Das mache ich gerade noch zu Ende. Und dann mache ich noch die Kinderserie in Erfurt. Das heißt Schloss Einstein. Und da spiele ich eine Lehrerin. Das macht sehr viel Spaß, mit Kindern zu arbeiten, weil die sind ja, völlig individuell. Wenn sie Bock haben, haben sie Bock. Man muss sich immer so ein bisschen auf die einstellen. Und man lernt auch unheimlich viel von denen. Und dann habe ich noch ein großes Projekt, von dem ich noch leider nichts erzählen kann. Aber es hat auch was mit Mode zu tun. Aber das kommt noch. Da müssen wir nochmal ein Interview führen. Da müssen wir uns auf jeden Fall nochmal treffen, ne? Da bin ich ja jetzt schon echt gespannt. Schade, dass du da noch nichts drüber sagen kannst. Aber wir sind gerade in den Arbeiten dafür und da kommt was Tolles, was ich jetzt gerade am Vorbereiten bin und es hat was mit Kleidung zu tun und da werde ich euch nochmal drüber berichten. Wir werden auf jeden Fall dich verfolgen und dich stalken, damit wir wissen, was da abgeht. Und ja, ich danke dir sehr herzlich für das Interview und habe mich gefreut, dich zu treffen und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, ich danke dir auch, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir und freue mich auf das nächste Mal. Vielen Dank. Also Leute, wir bleiben dran. Liz' Projekt werden wir auschecken und definitiv, wie ich schon gerade gesagt habe, die Liz stalken, damit wir wissen, was sie da vorhat, modetechnisch.